Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutusseus. Wie ihr im Hintergrund schon seht, spielen wir heute Industria weiter. Ich will noch schon mal sagen, nicht wundern für die nächsten Videos. Also von Industria zumindest, wo werde ich jetzt wahrscheinlich anderen denselben Look haben. Ich will das jetzt einfach nur vorfertig produzieren. Und ja, nur dass ihr euch nicht wundert. Wir sind das letzte Mal hier im Speicherpunkt stehen geblieben. Von da, ich glaube, wir sind von da, ja doch. Das heißt, wir gehen mal hier weiter. Für etwaige Ruckler entschuldige ich mich jetzt schon mal. Oh, Batterie. Okay. Okay. Kann ich hier schmeißen? Putz. Kann ich das? Hä? Ich hab das da durchgeglippt. Ich bin ein Magier. So, ja, wir müssen wahrscheinlich hier durch die Tür, denke ich mal. Würde ich mal stark von ausgehen. So. Oh, oh, eine Spitze. Oh, oh, oh. You found a sturdy pickaxe. Ich weiß nicht, was sturdy heißt, aber wahrscheinlich irgendwie eine alte oder was weiß ich was. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich doch hier durch. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Was sind da? Sind irgendwelche Pilze oder sowas? Oder ein alter Spielplatz, der einfach so gebaut wurde, keine Ahnung. Wenig. Oh, Spiel gespeichert. Wenn das Spiel von sicher speichert, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Also, von mir. Dann stehen da schon wieder irgendwelche Roboter. Natürlich. Es funktioniert immer der Strom nicht. Wir müssen erstmal hier durch. Oder wir können erstmal hier durch. Ich will meine Taschenlampe nicht so oft benutzen, also ist sie leer. Aber wir müssen. Sonst seht ihr auch kaum was. Gut, schlagen kann ich die schon mal nicht. Salpetersäure und Schwefelsäure aus dem Automaten? Wieso? Kann ich jetzt hier irgendwie... Leuchtet. Wunderschön. Aber damit kann ich jetzt nichts anstellen. Ich dachte, ich kann die vielleicht zusammencraften oder so. I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how. The elevator needs power. Oh, danke. Steam machines through the door underneath me are the only hope. Who are you? Hey, wait, come back! Let's rest it over. Vielleicht ist das unser Freund, ich hab den Namen vergessen. Hieß er Wall? Walter? Wall? Ich glaube irgendwas mit W. Oh, der hat wohl gerade die Roboter erschossen für mich. Sehr nett. Ah. Zutat platzieren. Zutat platzieren. Benutzen. Aua! War wohl nicht das Richtige. Appetit. Appetite. Schwefelsäure. Gut zur Rohstoff. Rostentfernung, gut zur Rostentfernung. Apatit. Wo finde ich den Apatit? Weil das andere war ja kein Apatit, das war ja. Warte, hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Deuterium, Ammoniak. Apatit.
Aha. Und was brauchen wir noch? Schwefelsäure, glaube ich, was, ne? Müssen wir zu den anderen Automaten. Ja, Schwefelsäure. Nochmal schnell. Das ist so ein bisschen Chemieunterricht hier. Let's go. Okay. Dann sollte das jetzt hoffentlich klappen. Was soll dabei rumkommen? Hat das auch irgendeinen Namen? Phosphorsäure. Okay. Ich hoffe mal, es ist egal, auf welche Seite ich was mache. So. An die Hütte. Rust Remover. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, ja, ich hab's doch gerade. Entrusted. Was haben wir hier? Pistol-Munition. Wo habe ich meine Pistole, Alter? Batterie. Ja, dann hätte ich jetzt gern die Pistole. Wenn er mir schon die Muni dafür gibt. Ich kann hier runter. So, also wäre echt nett, war das irgendwas zum Öffnen oder so? Nee, hätte ich glauben können. Hätten sie ja klar meine Pistole reinstecken können. Noch mehr Muni. Poor me blues. Nee, steck ruhig mal ein. Passiert irgendwie nichts. Was kann man da machen? Komme ich da irgendwie hoch? Ah, warte, Spitzhacke. Tindersticks? Wenn man das ein bisschen was anderes gemeint hat. Das. Das ist ein Streichhölzchen, ein Streichhölzer, oder? I think so. Das ist ein Kohlehebel, das ist ein Wasserrad. Ja, wahrscheinlich erstmal Kohle. Wasser. Warte, kann ich jetzt da dran und irgendwie die Kohle anzünden? Ja, da ist auf jeden Fall jetzt Kohle drin, aber anzünden kann ich nicht. Hier ist nichts zum E drücken dran. Kann ich rüberjumpen? Schaffe ich den Sprung? Jo. Okay, so würde ich technisch gesehen wieder zurückkommen. Gut zu wissen. Noch mehr Pistol-Muni für eine Waffe, die ich noch nicht besitze. Ui. Muss ich maybe jetzt den Wasserdampf hier aufdrehen? War der hier? Nee. Ich muss doch irgendwie wahrscheinlich erst noch die Kohle anzünden. But how? Kann ich einfach... Oh! Okay, so funktioniert das hier also. Got it. Aua, 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 aua.
Klingt schon fast wie ein Banger, Alter, ich sag's halt. Landet demnächst auf Spotify. Der Dampftrack, Alter. Ah! Okay, warte, ich schlag dich zusammen. Okay, ich kann ihn wirklich zusammenschlagen. Jetzt trifft doch auch! Ich hab keine Heilflaschen. Wir sind das erste Mal gestorben. Muss ich jetzt von... Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Okay, das müssen wir jetzt kurz durchspeedrunnen. Da das hier ein Uncut-Projekt ist, muss ich das jetzt hier durchspeedrunnen. Okay. Wissen wir auf jeden Fall, wo wir lang müssen. Erstmal Spitzhacke holen. Spitzhackehammer. Da sieht man auch schon direkt die vorgesehenen Slots für die anderen Waffen, merke ich jetzt erst. Okay, dann muss man hier lang. Es stimmt, da steht Spiel gespeichert. Dabei hat es gar nicht gespeichert. Oder habe ich jetzt hab ich das Falsche geladen? Spiel laden? Ich habe das Falsche geladen. Ich bin einfach nur dumm. Ich bin einfach nur dumm. Ich muss gar nichts speedrunnen. Ich bin einfach nur blind und dumm. Wann wurde das letzte Mal gespeichert? Das weiß ich jetzt nicht. Literally da, wo ich gerade eh schon war. Ein Elevator. Ja. Funktioniert nicht. Schauen wir uns hier schnell durch. Finden da das. Da kann ich schon mal die Schwefelsäure mitnehmen. Dann gehen wir hier, steppen wir hier raus. Komm, Bro, erschieß sie. Ja. Sehr gut. Ja. Then tell me how. Ach was. Who are you? Ach was. Hey, wait, come back. So. Ich kontrolliere nochmal, ob hier nicht irgendwo vielleicht doch plötzlich eine Waffe rumliegt. Siehst du, hier lag sogar nochmal eine Batterie. Besser nochmal looten und leveln. Also, eher looten als leveln, aber ne? Wisst schon, was ich meine? Ich hätte ja nochmal speichern können. Okay, dann speichern wir hier auf jeden Fall gleich. Damit ich, falls ich gleich nochmal sterbe, das Ganze nicht nochmal machen muss. Kurz. Danke. So, wir überspeichern das einfach. Spiel gespeichert, danke. So, müssen wir auf jeden Fall nicht nochmal bis hierher spielen. Dann nutzen. Den Rust removen hier. Die Butze aufmachen. Das, die Haufen Pistol-Muni aufsammeln. Ohne die Pistole dazu zu ich habe keinen Batterieplatz mehr. Einfach Taschenlampe anmachen. Bisschen Batterie verbrauchen. Okay. Bin aber schon mal weiter hier. So. Ja, da war nochmal. Achso, da waren die, genau. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Kohle da rein. Wasser auf. Kann ich hier drüber springen? Nein, darf ich nicht. Ich bin kein Parkourmeister. Oder Meisterin, eher gesagt. Dampfkontrolle anschmeißen, dann läuft es hier.
War hier noch irgendwas an Loot? Hier war nichts drin, ne? Ja. Darf ich hier über das Geländer? Danke, wenigstens darf ich über das kleine Geländer. Ich muss sowieso noch da hinten. Ganz vergessen, dass ich da wieder kurz Parkour-Master werden muss. Ey, ich hab... Ach, ich hab springen gedrückt. Sollte ich vielleicht einfach, statt jetzt gegen die Roboter krass zu kämpfen, in den Fahrstuhl gehen? Flo kämpft trotzdem. Der flüchtet! Der flüchtet! Nee, jetzt! Jetzt wirst du eiskalt ermordet, wirst du. So, die Dampfmaschine läuft wieder, heißt Fahrstuhl sollte gehen. Let's go. Schnell mal durchgespeedrun, Alter. Wir hätten nochmal speichern können. Ah! Nett! Darf ich nochmal runterfahren und speichern? Nee, darf ich nicht mehr benutzen. Okay. So, erstmal wieder hier durchhauen. Wir haben jetzt endlich schon mal eine Pistole. Ja, okay. Schon wieder gefühlt alles fast aufgebraucht an Munition. Dich hau ich um mit der Spitzhacke. Das ist mir die Munitionsverschwendung sonst nicht wert. Man muss einfach nur um sie rumzirkeln. Schon sind die ganz schön easy. Als hätten die plötzlich gar kein Skill. Das Chemielabor. Chemie-Baum. Geh hier hoch? Nein. Okay, heißt, muss ich wirklich da hinten lang. Ey! Irgendwas, was ich da vorstellen kann? Nee. Kann ich das nicht irgendwie... Achso, ja, genau so drehen. Kann ich das... Ich darf da nicht drauf! Warte. Ja, haha. Ich habe springen gedrückt. Danke. Hello. Jesus. A human voice. Hello. It's you. Yeah. You made it up the elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask you because you know you came here, not the other way around. Well, I'm just a traveler. Well, Schläge sind einfach aus, als hätte ich da reingeschossen. Kind of expected just a tad more information. Okay, I come from a different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakovic then. Woman from a different place. Heck, I have some bad news, though. Nobody's come here in over 20 years. That can't be. Well, maybe it can't. It's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just...
I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. Be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. Okay. Years. Something is not right here. So. Nicht mal was drin? Wow. Was sind das für Dinger? Keine Ahnung. Hier ist noch eine Lootbox. Oder war einmal Pistolmuni drin? Nett. Das ist nicht offen. Das ist nicht offen. Das kann ich eigentlich erst anehen. Hier darf ich nicht drüber springen. So darf ich schon da drüber springen. Ich habe hier drunter durchgekonnt. Schön. Dann geht's wohl eher nach oben. I guess. Ich dachte gerade, ich wurde gescampt und da ist einfach gar keine Tür oder so, aber. Das kann ich alles nicht annehmen. Das kann ich wahrscheinlich auch nicht kaputt hauen. Von da bin ich gekommen. Ja, dann geht's wohl nach oben. Dann geht's wohl nach oben. Nein, never mind, geht's nicht. Geht in den Fahrstuhl da unten. Bin ein Genie. Och, ich darf da drüber springen, das ist aber sehr nett. Hallo? Ja, ich will gerne in diesen Fahrstuhl. Hallo? Darf nicht? Ist aber nicht nett. Den Dingen kann ich aber nicht irgendwas machen, ne? Nee. Hey? Das lookt ja jetzt real gut, Alter. Nein, jetzt habe ich die Schallplatte da fallen lassen. Gib mir die Schallplatte wieder. Nein. Nein. Die Schallplatte. Sie ist verloren. Für immer. Wenn ich die jetzt brauche irgendwann, ne? Für irgendwas auch immer. Dann gibt's Schlägespiel, dann gibt's Schläge, ich sag's dir. Aber wie komme ich jetzt in diesen Fahrstuhl? Ich darf hier in keine der Türen rein. Schlüssel habe ich auch nicht. Und der Fahrstuhl geht nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da darf ich ja auch nicht durch. Das kann ich nämlich jetzt gar nicht anehen. Das kann ich auch nicht alles anehen, um es einfach aus dem Weg zu räumen. Boah, das wäre ja. Oh, das wäre jetzt schief gehen können, aber ist ja nicht. Ist ja egal. Das funktioniert alles auch nicht so. How do I get there? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hingehen muss. Ausgefallen schon. Ah, hier gibt es eine Leiter, ich Idiot. Ja, man könnte auch einfach mal, ne, genauer gucken. Aber ist auch wieder zu einfach. Ne? Das kann ich wieder nicht anehen. Hier in Real Life hätte man diese Tische einfach genommen und darunter geschmissen und wäre dann hier durch. Spiel gespeichert. Ob das legit gespeichert ist, ist eine andere Frage. Kann ich auch einfach nochmal eine Pistole finden und dann heißt es Munition voll? Also lädt es einfach die Munition auf. Okay. Ich höre Musik. I'm in some sort of cafe. This music is creepy as hell. Ah, da könnte ich wahrscheinlich jetzt die anderen nur dranlegen, oder die brauche ich nicht.
Not sure if the music helps or makes it worse. Ich da jetzt die Schallplatte bräuchte, ne? Wann ist das letzte Mal gespeichert worden? 56. Etwa einer Minute. Das war noch nicht da. Das heißt, das Original letzte Mal war da. Vor 10 Minuten. Ich will jetzt nicht 10 Minuten Fortschritt verlieren. Was denn die 10 Minuten waren nur... Ja. Öffentliche Stellungnahme. Bürger von Hakavik. Zu meiner großen Enttäuschung musste ich erfahren, dass die laufenden Angriffe, unter denen ihr alle jeden Tag leidet, mit hoher Wahrscheinlichkeit von unserer Nachbarstadt Wevelstadt organisiert oder zumindest mit unterstützt werden. Wir werden alles in unserer Möglichkeit Stehende in Bewegung setzen, um uns gegen diese Gefahr zu verteidigen. Ich bitte nun euch alle um euer Vertrauen. Wir schaffen das nur zusammen. Euer gewählter König Rosendahl. Ich hoffe, ich brauche jetzt die andere Schallplatte nicht. Okay. Hier ist jetzt, denke ich mal, nichts. Szene verlassen. Ich dachte, ich muss da jetzt irgendwie was rätseln oder so. Schon wieder so ein Ding. He's here to help. Kann ich hier nochmal speichern? Na, was bringt es mir, wenn ich hier drin speichere? Ach, da schwebt ja noch wer runter. Okay. Weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Aber okay. Ah, Walter hieß unser Freund. Ist euch doch nicht weh. Will you stop shouting, please? How did you expect me to find him? You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see the building on the hill? Where all those cables lead to? That's the town hall. Well, it used to be. And? Just go... It's safe upon me. Ach, hier die Oberfläche, ja, das hab ich gerade gemacht. Hill? And you might find information about your missing... What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. Gib mir ein Bestes. Oh, das ist hier ein Roboter. Oh, es tut mir sehr leid, Freunde.
einfach dann vorbei. Ah, da oben schießt wer! Das habe ich nicht erwartet. Schmeißen. Warte. Tschüss. Ich dachte, ich habe jetzt direkt den Durchweg gefunden, aber. Ich bin doch nicht so genius-mäßig unterwegs. Einfach weg. Wie so ein Angsthase. Oh, hier ist ein Speichergerät. Das passt. Erstmal speichern. Ja. Okay, Leute. Das war's dann auch erstmal mit diesem Part. Wir sehen uns gleich im direkt nächsten weiter, alle. Im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!